Meine Welt wurde mit Kobold gesegnet. Ich will keine Kobolde. Ich will auch nicht gesegnet werden. Nicht? Nein, irgendwie nicht. Für so. Das heilige Licht? Oh, bloß nicht. Licht? Nein, schlimm genug, dass es hier Material gibt, das nennt sich Palladium. Ja, das ist schon, ne, schlimm genug. Schon arg an der Grenze. Wir müssen dann halt auch die besseren Bohrer oder was auch immer herstellen. Ja, das erste Mithril geht sowieso wieder nur für, ist der erste Kobalt gleich drauf für den alten. Ja. Für den Bohrer. Für Jutalbohrer. Ja, und dann halt noch den Mithril-Barren und sowas. Und später noch andere, nicht Barren, Amboss. Was ist jetzt los? Was denn? Ich bau ab, aber es passiert nichts. Und jetzt, was zur Hölle? Was ist passiert? Der Fuck! Was ist passiert? Du musst dir vorstellen, du läufst durch die Welt, du fängst an Holz abzubauen. Mhm. Na? Du baust den zweiten ab, du baust den dritten ab. Und auf einmal fällt dir auf, wenn ich den Baum abbaue, spawnt gar kein Holz. Hm. So, dann wunderst du dich und dann fängst du an, ne, nochmal einen abzubauen, achtest diesmal auch drauf und stellst tatsächlich fest, es spawnt gar kein Holz. Hm. Und auf einmal klackt der ganze Server nach und auf einmal hast du 7 Monster auf dir drauf und überall ploppt so das Holz auf, wo vorher der Baum stand. Oh. Und du bist instant tot. Das geht natürlich auch. Und ich wunderte mich schon, warum ich das Gold, was da lag, nicht einsammeln konnte. Scheiß Geister, geht weg! Ja, jetzt im Nachhinein geht's, aber irgendwas ist mit dem Server. Weiß ich nicht, ob es an mir liegt oder an mir. Oder an mir, oder bist schon wieder tot. Ja, diesmal aber, weil ich habe ja nur dann 200 HP und dann 2. Dann stirbst du wieder. Ich wollte jetzt auch nur das Holz ganz schnell aufsammeln, bevor es weg ist. Kobalt. Noch nur A-Kupfer, die verloren gehen. Ich höre jetzt auch bald auf, hier wieder die ganzen Dinger hier abzubauen. Ich habe jetzt auch genug Pfeile. Bisschen was mache ich noch. Aber ne, so langsam muss es mal echt reichen. Da muss man ja mal so langsam auf die Erzjagd gehen. Endless Quiver. Farmer. Wo kommt der jetzt hin? Kann ich den da einfach in die Munition rein tun und dann ist der weg? Ich weiß nicht. Schön. Das heißt, du hast jetzt unendlich Munition, ja? Ja. Gilt das nur für Pfeile? Ja. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für eine Waffe auch geht. Ich tippe mal nicht, weil muss der Munition fallen. Ja, ja, ja. Das würde für eine Armbrust dann vielleicht gehen, wenn die keine Bolts nehmen. Mhm. Aber ich kann die jetzt einfach so durchgängig spammen, ja. Das ist gut. Das ist gar nicht schlecht. Macht jetzt zwar auch nur 30 Schaden, ne, aber das ist halt einfach durchgängig ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Hm. Und das dann mit einem noch besseren Bogen. Finde ich schlecht. So, dann bastel ich jetzt hier noch die Häuschen eben schnell fertig. Brauchte das Sägewerk, ne, um die und sowas herzustellen. Hm. Jetzt nur raus, das will ich ja jetzt noch nicht. Nee, jetzt noch nicht, später. Braucht man nicht. Oh nee, da kommt noch so ein Schleim. Ja, doomed. Totally doom. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, unsere Welt wird eventuell ziemlich befüllt sein mit irgendwelchen tollen Erzen. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Mal gucken, was daraus wird. Dann gilt es halt nur noch, die Erze auch zu finden. Ja, das können wir ja gleich nochmal im Fahrstuhl dann gucken.
Ja, da werden wir bestimmt nichts finden, weil genau da sind sie natürlich nicht gespawnt. Aber von da kannst du ja auch dann links und rechts die Zugänge benutzen, um dann in die Höhle reinzukommen. Hm. Ach, ich bin auch blöd. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, jetzt habe ich gedacht, ne, fängst du doch mal an, die Wand einzubauen. Nur habe ich jetzt überhaupt festgestellt, der Mund spawnt doch gerade lustig bei mir. Ach so. Weißt du, wie damals. Stimmt, von links nach rechts. Nein, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja gar keine Wände bastel, sondern Ziegel. Oh. Und mich dann gewundert habe, ob ich jetzt da nicht langlaufen kann. Ach, solche Kleinigkeiten halt. Ja, es ist schon spät. Ist? Nein. Und erst halb zwölf ist so nix. Ah, halb zwölf. Das ist doch nix. Nehmen erst eine halbe Stunde lang auf. Ja, das liegt daran, ne? Sinnlos hin quatschen, es liegt mir einfach nicht so. Nicht? Das machst du auch jeden Tag? Ah, aber es gibt einfach Leute, die können das besser als ich. Ja, das stimmt. Da kenne ich welche von. Welche mit Schlappohren und so. Die Anwanze, oh, her damit. Die sind alle ziemlich dunkel, diese Zimmer, die sie jetzt da reinbauen, aber das ist egal. Das passt doch nicht zum Rest. Und? Ich wollte es schon gesagt haben. Ich habe gerade nichts, also kein anderes Material da. Halt mit dem Leben, was es hier gerade gibt. Wenn ich jetzt später eine schöne Penthouse-Bude basteln, aber im Moment. Hier ist kein Altar. Ach, da oben. Ach, du Scheiße. Jede Menge Altäre. Die hätte ich gerne. Da stehen echt in Reihenglied hier, dröft sich Altäre, weißt du? Du hast sie nicht gesehen. Ich habe sie eben noch nicht gesehen. Warum brauchen die eigentlich kein Bett? Weil die, Schlafen die auf dem Tisch? Die schlafen einfach gar nicht. Hat sich schon mal aufgefallen, ist diese nachts im Hellwach. Und dann noch die Obsidian-Türen rein und dann ist Geschichte. Ja, gut. Oh, das erinnert mich richtig gerade an alte Zeiten. Weißt du, der Hintergrund switcht einfach die ganze Zeit von links nach rechts. Und da wirst du fast nostalgisch, ne? Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Erinnert man sich so richtig an alte Zeiten zurück. Damals, als Terraria noch vernünftig war. Als Terraria noch aus Holz war. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Mhm. Als ich den Server dann angelassen habe und die Welt voller Crimson oder Dämonengebiet damals noch war. Ja, warum haben wir den eigentlich angelassen? Weil du den vergessen hast? Ich habe den vergessen. Mein PC war sowieso immer an. Ne? Und ja, einfach mal irgendwann im Hintergrund vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geh weg. 8, 9 Stück auf einen Haufen. Da sind jetzt aber ein paar. Dafür kommen jetzt aber auch 100.000 von den Scheißgeistern. I'm doomed. So, kann doomed. Ich jetzt hier nicht noch mal gucken? Die kommen ja immer, wenn man so ein Ding zerstört, ne? Da war ja was. Zugelassen. Keine. Okay. Warum? Warum sind die jetzt in der Mitte hier keine zugelassene Behausung mehr? Kein Stuhl, kein Tisch? Keine Beleuchtung? Alles da. Lässige Behausung auch nicht. Warum? Jetzt fehlte da ein bisschen Wand.
eine zulässige, ist keine zulässige, ist keine zulässige, die drei aus irgendeinem Grund nicht. Hm. Aber hat sich nichts geändert und das darunter, was ich gebaut habe, wurde auch angenommen, dass dann drüber aus irgendeinem Grund jetzt nicht. Kurios. Wundert mich einfach nur so. Verstehe jetzt nicht, was da der Unterschied dran ist. Und das, was vorher scheinbar ein Häuschen war, ist jetzt auch kein Häuschen mehr. Was hast denn da kaputt gemacht? Nix. Ja, ja, nix. Das ist es ja, nix. Komm doch selbst mal gucken. Ja, ich kann das Material hier eh nicht abbauen. Was mach ich denn da falsch? Wir haben alle einen Tisch, einen Stuhl, einen Wackel. Warum laufe ich denn teilweise so langsam? Debuff? Nee, irgendwie nicht. Kondition? Kondition? Keine Kondition? Nee, der lief nee. Eben, ne? Und wurde dann halt einfach mal so dann kurz danach langsamer. Mehrfach. Oder ist meine Taste langsam im Arsch? So, dann sag mir doch mal, was jetzt hier falsch ist. Sag mir, warum das hier unten akzeptiert wird, das nicht. Das rechte, wie du siehst, ist belegt. Das ist nicht akzeptiert und das jetzt hier auch nicht. Liegt's an meinem Server, dass ich irgendwas nicht gebaut habe oder so, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich erkenn's nicht. Und das, wo du jetzt gerade drin stehst, war vorhin noch ein Haus. Und jetzt ist der, ne, der da jetzt rechts, dieser Bruno, ist jetzt rübergezogen. Ach, den muss ich gar nicht so, ne? So. Ah, kein Inventarplatz. Liegt es jetzt an der Macke da im Haus? Nee, die habe ich gerade reingehauen. Okay. Ich kann sonst auch noch ein bisschen spammen hier vielleicht, dass ich irgendwo noch doch eine Lücke füllen muss. Ich würde fast sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass die Tür oder Stuhl halt zu nah an der Tür ist. Jetzt ist es geeignet. Dein, das, wo du jetzt drin stehst, auch. Also es ist tatsächlich ein Fehler in der Wand. Weil ich habe jetzt hier noch ein bisschen gespammt mit der, ne, mit dem Dingern und jetzt, ist okay. Geh auf Tür. Also muss hier auch irgendwo ein Wandloch sein. Oh, jetzt hau ich's gerade rein. Das ist zwar jetzt überhaupt nicht hübsch, aber wenn es das jetzt ist, dann finde ich es lustig. Plattenbau, ist wo angebaut jetzt, wird. Jetzt ist das zugelassen. Ist super. So haben wir jetzt alle Häuschen. So irgendwas in der Wand. So weißt du, als wenn du da halt tatsächlich bei so einem Plattenbau einfach noch ein Stückchen anbaust, weißt du, und dann eine Wohnung muss saniert werden, wird einfach das Material von einer anderen Wohnung benutzt. So sieht das jetzt da aus. Kunst. Oh, da vögelt mir jemand. Was? Ja, nix. Ist alles okay. Bitte? Nix. Das war ein Privatgespräch. Reißt du dich jetzt mal zusammen? Ein Privatgespräch. Aber ihr merkst du halt hier, ne? Berühren. Batman? Genau. Im Endlos-Modus. Batman. Ich bin Batman. Du springst erstmal in den Schleim. Das macht Batman so. Hast doch in Arkham gelernt, weißt du? Dann kommt da immer das Batman-Symbol über den Kopf und dann draufziehen halt, ne? Gut. Weiß ich Bescheid. Also, ich hab mein Ziel eigentlich für heute schon erfüllt. Du, dein Ziel. Kann ich jetzt auf erstmal wieder Inventar platzen. Meine Ziele sind ja auch etwas höher gestrickt. Hasse es, wie schnell aber auch dein Inventar einfach zugemüllt wird. Irgend so ein Scheiß. Da kommt jetzt so ein Riesenwurm. Riesenwurm. Also jetzt so direkt im Tunnel sehe ich bisher noch nichts. Da ist was. Was? Achso, das ist hier so ein Crimson-Ding. Ich dachte schon, was schießt da mit irgendeiner gelben Kacke? Ich biege jetzt einfach mal hier in irgendeinen so Gang ein. Bin halt jetzt schon wieder so tief, dass ich schon eigentlich wieder Crimson bin im Tunnel.
Dass wir Kümsen im Tunnel haben, gefällt mir auch irgendwie so überhaupt und gar nicht. Hallo, hallo, was bist denn du? Irgendwas, was Schaden macht, das ist nicht gut. Das Schöne ist, dass die alten Batmans hier, die Mini-Batmans, durch die Gegner durchgehen und weiterfliegen. Mhm. Weil wenn ich den Boden treffe, dann nicht, aber dass die so weiterfliegen, ist ganz schön. Seele der Nacht. Immer. Children of the Night und so. I need more souls. We all need more souls.